Das hier ist der zweite Teil der Schneidebrett-Serie. Hier gehe ich jetzt noch auf ein paar weitere wichtige Punkte ein, die ich noch mit den Schneidebrettern vorhabe. Bleibt gerne am Video dran. Am Schluss werde ich übrigens noch so ein paar Punkte ansprechen, die mir so ein bisschen auf dem Herzen gelegen haben bei dem kompletten Projekt. Also Leute, der simpelste Schritt wirklich ist abgeschlossen. Die Frühstücksbrettchen sind fertig, sie sind jetzt fertig geölt und die kann man jetzt benutzen. Die kann man ohne weiteres benutzen und das für eine ganz, ganz lange Zeit, weil die halt eben auch gut sind. Das sind keine billigen Schneidebrettchen, das sind wirklich gute Schneidebrettchen, die auch dafür gedacht sind, dass man sie halt auch eben jeden Tag benutzt. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich habe so viele Ideen, wie man das Ganze hier noch viel mehr verbessern kann und das noch effizienter machen kann. Da kann ich für jeden Arbeitsschritt könnte ich eine eigene Vorrichtung bauen, damit es halt eben im Handumdrehen funktioniert. Und wie gesagt, wenn euch das interessiert, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Der Langbeinschleifer war jetzt noch nicht im Spiel. Eine Vorrichtung, dass man zum Beispiel 10 Stück auf einmal schleifen kann, ist auch jetzt noch nicht im Spiel gewesen, weil es bei so einer kleinen Menge eben keinen Sinn macht. Als nächstes geht es mal für mich an Laser. Den muss ich mich ein bisschen vorbereiten, ein bisschen umbauen, so dass ich halt eben diese Schneidebrettchen auch wieder effizienter weiter bearbeiten kann. Also wir gehen mal an den Laser und da zeige ich euch mal, worum es da halt eben jetzt geht. Aber jetzt hier mal so das grundsätzliche Produkt ist wirklich schick. Speziell das Eschenholz gefällt mir wirklich, wirklich gut. Wir haben hier einige Eschenteile, wo ein mehr Kernanteil drin ist, wie zum Beispiel bei diesem hier. Da ist es dann ein bisschen dunkler und das gefällt mir wirklich total gut. Schneidebrettchen, die man jeden Tag benutzen kann. Mega. Ich zeige es euch mal gleich aus einer etwas näheren Perspektive. Wie gesagt, wirklich, wirklich schön sind sie geworden. Und die wird man jeden Tag nutzen können. Vor allem, wenn sie jetzt noch ein bisschen individualisiert sind, dann sind sie noch ein größerer Augenschmankel oder wie man halt eben sagen will. Ihr seht hier meinen Laser und da habe ich mal ganz am Anfang ein kleines Koordinatensystem draufgepackt, damit ich halt eben hier das Ganze ein bisschen ausrichten kann und habe hier halt eben den rechten Winkel als Anschlag. Ich habe da in der Software noch nicht alles richtig angepasst, das wird halt eben jetzt kommen, damit ich die komplette Fläche halt eben auch nutzen kann und deswegen muss ich das hier ein bisschen vorbereiten. Diese Anschläge habe ich aufgeklebt, die kann ich gleich lösen und dann können wir das hier so vorbereiten, dass wir hoffentlich so viele wie möglich gleichzeitig lasern können. Ich muss mich jedes Mal, wenn ich das Teil benutze, nochmal selbst anlernen, habe ich das Gefühl. So, das sieht schon mal gut aus. Das Schwierigste an dem Projekt ist nicht das Schneidebrett machen, sondern den Laser da mal rinkriegen. So, der Gerät ist einsatzbereit. Ich will ein komplettes Koordinatensystem, damit das ganze Teil jetzt mal so ein bisschen eingegrenzt wird. Und das machen wir hier. So, da schneidet der Gerät unsere Linie. Hey, so Laser, das ist schon cool, ne? Das ist ganz schön abgefahren. So, jetzt könnte man eigentlich mal überlegen, ob man hier so 3 Schneidebretter reinbekommen, weil das sieht so eigentlich ganz gut aus. Wo hängen wir? Ich werde jetzt mal schauen, dass ich hier die Breite mit einer Rasterung angeben kann, weil dann kann ich vielleicht hier 3 Stück auf einmal lasern. Das wäre natürlich echt richtig cool. Wobei, da müsste hier oben die Gravur, die müsste immer auf dem Kopf sein. Das ist aber, glaube ich, auch nicht so ein großes Problem. Das könnte sogar hinhauen. So, dann lasern wir das mal. Also Leute, wie es bei solchen Projekten immer ist, es funktioniert am Anfang gar nichts. Und deswegen habe ich jetzt über einen ganzen Tag gebraucht, bis das mit dem Lasern jetzt einigermaßen funktioniert. Jetzt werden wir hoffentlich einfach mal 3 Bretter reinlegen und die einfach mal lasern, damit ihr seht, wie die halt eben mit dieser Gravur aussehen. Esche lässt sich leider nicht so gut lasern, deswegen werde ich hier bei dem Gemischten das Ganze so lasern, dass auf dem Buchenholz gelasert wird. Sieht auch cool aus. Und bei dem Eschenlasern muss man da so ein bisschen die Werte anpassen, dann geht's, aber das dauert ein bisschen länger. Dann halt eben deswegen hier bei dem Gemischten mit Buchenholz. Ich habe alles im Laser drin, ich kann insgesamt 3 Stück lasern. Ich werde jetzt alles wieder so ein bisschen zurechtdrücken. Und das Schöne ist halt eben, dass ich dann 3 Brettchen reinlegen kann und kann die halt eben laufen lassen, währenddessen ich was anderes hier in der Werkstatt mache. Genau.
Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Wir haben jetzt 9 verschiedene Schneidebretter, die man individualisieren kann. Wir haben 3 verschiedene Schneidebretter an und für sich mit insgesamt 3 verschiedenen Motiven. Also haben wir jetzt 9 Varianten, die der Kunde sich im Endeffekt halt eben aussuchen kann und kann halt eben da noch seinen Namen drauf packen, wie zum Beispiel für den Vater, bester Papa der Welt oder was auch immer. Das war so viel Arbeit, Nitze herzustellen, sondern das Ganze jetzt so fertig zu machen, dass ich es halt eben lasern kann. Puh, 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 puh. Ich zeige es euch mal im Detail. Ich glaube hier, dieses Eschenholz-Schneidebrett gefällt mir mit am besten. Und die Kombination zwischen dem Eschenholz und dem Buchenholz gefällt mir auch richtig gut. Wir haben jetzt hier ein Logo als Tannenbaum. Das ist natürlich jetzt super, super gut für die Weihnachtszeit. Und hier unten haben wir noch einmal das reine Buchenholz-Schneidebrett. Dann schauen wir uns jetzt noch die nächsten an. Hier haben wir einmal nochmal die verschiedenen Schneidebretter an und für sich und halt eben jetzt hier mit der Aufschrift Happy Birthday. Das Eschenholz hier, wie gesagt, das ist total wechselhaft. Normalerweise ist, wenn man ein relativ cleanes Eschenholz hat, dann sieht das so in etwa aus. Aber hier war ein bisschen mehr Kernanteil in den ganzen Bohlen, die ich halt eben hatte. Und deswegen hat man hier ein bisschen mehr Varianz. Das gefällt mir aber auch wirklich sehr, sehr gut. Und auch hier die Gravur wurde wirklich richtig, richtig schick wieder. Und jetzt kommen wir zur letzten Variante. Und da sehen wir hier diese Hundelaserung. Die finde ich tatsächlich echt mit am coolsten, weil die halt eben so ein bisschen zeitlos sind. Die kann man halt eben übers ganze Jahr dann so seinen Lieben schenken für die oder für denjenigen, wo das Ganze halt eben gedacht ist. Ein paar schöne Hunde. Auch nochmal unten das Eschenholz, das Buchenholz und einmal beides kombiniert. Mit diesen ganzen Varianten ist das so. Tatsächlich habe ich in der Vergangenheit schon gemerkt, je mehr Varianz man hat, desto weniger kaufen die Leute tatsächlich. Das ist ganz, ganz abgefahren. Da gibt es auch ganz viele Studien dazu. Es gibt ein gutes Beispiel von einer Marmelade. Das wird in ganz, ganz vielen Büchern wird das niedergeschrieben. Und zwar ist halt eben ein Kunde, der will Marmelade. Und da hat er in einem Regal gestanden mit 100 verschiedenen Marmeladesorten, wo überall die Verpackung noch unterschiedlich war. Und Schluss vom Lied war halt eben, dass der Kunde gar nichts gekauft hat. Und währenddessen waren dann andere Testkäufer dann in einem anderen Geschäft, wo es halt eben nur 5 verschiedene Varianten gab. Und da haben die Leute tatsächlich eher Marmelade gekauft. Das ist, wie gesagt, ganz, ganz abgefahren. Ist aber auch wichtig zu wissen, denn für euch, dass ihr das halt eben auch wisst, ihr braucht keine 100 verschiedenen Varianten. Das hier sind jetzt im Prinzip 9 verschiedene Varianten, aber eigentlich sind es nur 3 verschiedene Varianten, weil die Bretter an und für sich halt eben unterschiedlich sind. Die Bretter, da können die Kunden halt eben dann einfach aussuchen, welche Gravur sie haben möchten. Da ist vielleicht jemand dabei, der das unbedingt für Weihnachten haben möchte. Aber das ist auch wirklich schon grenzwertig. Viel mehr Varianz würde ich hier definitiv nicht reinbringen. Eventuell, je nachdem, wie es dann halt eben angenommen wird, werde ich auch ganz eventuell eine Varianz streichen, wo ich halt eben merke, dass das ein Ladenhüter ist und die anderen beiden Versionen vielleicht viel, viel besser gehen. Dann wird das halt eben auch dann der Fall sein. Muss man aber ausprobieren, das gehört halt eben auch so ein bisschen dazu. Aber für euch die Information, es ist nicht vonnöten, dass man hier jetzt sagen kann, okay, man kann hier noch eine Saftrille reinmachen, kann man die Ecken rundschleifen. Das ist dann irgendwann zu viel, ist für mich aber auch ein Vorteil, weil ich mich dann halt eben auf dieses Maß hier begrenzen kann. Yes, als nächstes müssen wir Versandmaterial bestellen. Das habe ich schon bestellt. Als nächstes müssen wir außerdem noch Produktbilder machen. Das werden wir gleich noch tun. Und dann müssen wir auch die Webseite noch vorbereiten mit diesen Produktbildern, damit die Kunden halt eben hier ihren Namen reinschreiben können. Da habe ich jetzt auch so ein bisschen recherchiert, ein bisschen geschaut. Das ist nämlich alles nicht ohne, wenn man sowas lasern möchte. Aber weil das dann noch an dieser Stelle gleich viel zu viel wird, werde ich jetzt mich erstmal um die Produktbilder kümmern, damit wir halt eben hier die verschiedenen Motive und halt auch eben vor allen Dingen die Motive auf den verschiedenen Holzarten, dass wir die halt eben einmal abknipsen können, damit der Kunde das dann später sieht. Hoffentlich funktioniert das alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Schöne Frühstücksbrettchen sind es alle Male. Produktbilder, jetzt beginnt das mit den Produktbilder, Bilder. Hallo, Ihr Moderator Philipp Konter versucht jetzt, Produktbilder zu machen. Das ist voll das geile Teil. Kann man nämlich aufbauen und abbauen. Das kann man nämlich so rollen. Komm her, du kleiner Motherfucker. Jetzt machst du nämlich so. Ich glaube, so schräg wäre richtig edel. Da fehlt eigentlich jetzt noch ein Brett mit dem Namen, ne? Dann macht man so, klick, klack und dann haben wir ein Produktbild. Das muss ich jetzt ohne euch machen, weil ich die Kamera logischerweise brauche, Bilder zu machen. Bis gleich. Tag X im Schneidefrühstücksbrettchen-Projekt. Ich bin fertig.
Ich bin fertig, die Website steht. Also Leute, das war so unfassbar viel Arbeit, weil das sind immer so Sachen, die muss man sich immer erstmal beibringen. Da hat man, also müsst ihr euch vorstellen, für die Plattform gibt es immer Programme, wo man halt eben da nutzen kann. Die sind manchmal super, super kompliziert anzuwenden. Sie sind im Prinzip gut, es funktioniert jetzt auch alles, aber bis das halt eben funktioniert, ist das teilweise eine Vorstellung, dass man sich so ein Brett hier nimmt und zerbricht die so am laufenden Band am Kopf. Immer so die Sache, ne? Da probiert man da so viel und wenn am Schluss Kensau sowas kauft, dann ist das immer ein Reinfall. Schaut auf die Webseite, wenn ihr Teil von dieser Mini-YouTube-Dokumentation werden wollt, dann könnt ihr euch gerne ein Schneidebrett bestellen, auch generell. Das kann auch parallel zu diesem YouTube-Video sein, wenn ihr halt eben einfach jemandem was schenken wollt, ne? Weil langzeitiges Ziel mit diesen Frühstücksbrettchen wird ja auch natürlich sein, Leute anzusprechen, die mich gar nicht kennen. Ich kann es euch hier auf YouTube zeigen, wenn hier jemand dabei ist, der so ein Frühstücksbrettchen will, dann ist das eine richtig feine Sache. Aber ich denke, das werde ich jetzt die nächste Zeit so ein bisschen noch hier mit der Kamera festhalten, ob das Ganze aufgeht oder halt eben nicht. Guckt mal da. Konterholz. Neue Sticker, neue Produkte, nämlich für das neue Video. Denn Sinn macht es natürlich, als Upsell etwas anbieten zu können, das man im Warenkorb halt eben ergänzen kann. Das gibt es in dem Video hier aber nicht mehr, weil das noch nicht fertig ist. Papierbroller braucht man nicht. Recyclingpapier zum Verpacken. Webseite für Schneidebrett umbauen. Preise kalkulieren haben wir auch gemacht. Und zwar ist die Kalkulation ziemlich, ziemlich knapp. Also wenn man am Schluss damit noch ein bisschen Geld verdient, dann ist es ganz schön knapp. Tesla ist auch ein Hammer. Arbeitsplatz werden wir in dem Video nicht mehr machen. Denn ich brauche natürlich einen eigenen Arbeitsplatz, dass ich hier auch die Pakete abpacken kann. Hammer nicht. Holz zu schneiden, Hammer gemacht. 10 Stück pro Version auf Lager herstellen. Hammer gemacht, sind jetzt nicht mehr so viel übrig, weil ich natürlich Testbilder machen musste. Das heißt, da sind jetzt auch wieder einige weg. Werbung schalten haben wir nicht gemacht. Das wird super teuer vor allen Dingen. Interessant wahrscheinlich auch, aber in erster Linie wird das auch erstmal teuer. Add-on-Produkte. Es wird alles hoffentlich mal funktionieren, dass man damit ein paar müde Euro mit verdienen kann. So viel bis jetzt. Das war über eine Woche Arbeit, das denkt man nicht. Vor allen Dingen waren das oftmals Dinge, die haben so lang gedauert, wo es dann schwierig ist, mit der Kamera mitzufilmen. Weil man halt eben einfach 5 Stunden vorm Computer sitzt, nachdem man schon 6 Stunden in der Werkstatt war. Übrigens, Add-on-Produkte. Was haben wir denn da noch Feines? So ein Schneidebrettöl wäre natürlich auch was Feines, ne? Hier ein neues Label, Pumpflasche. Sieht alles ganz schön speziell aus. Geile Sache. Das waren alles die Brettchen für die Produktbilder. Die weiß ich jetzt nicht genau, was ich mit denen mache. Werden erstmal ins Lager kommen, so wie vieles auch. Ach, die sind so edel. Das ist so Handschmaus, wenn man die in die Hände nimmt. Mega. Das war super viel Arbeit. Ich habe so viel dazu gelernt. Und ich hoffe, ich konnte euch auch mal so ein paar Punkte zeigen, die es halt eben braucht, um sowas zu bauen. Wenn am Schluss etwas funktioniert, dann ist es immer einfach zu sagen, boah, das ist alles nur Glück, aber in den meisten Fällen ist es am Anfang mal super, super viel Arbeit und so oft, wo man sich am liebsten so ein Zeug, wie gesagt, ich hatte es eben schon gesagt, dass man das Ding auf den Kopf klein haut. Und hoffentlich, wenn das gut funktioniert, dann werden hier die Maschinen auch richtig mal benutzt. Also Leute, das war's für heute. Tschüss.